Ja Leute, und willkommen zurück zu Watch Dogs Legion. Ja, Freunde, wir müssen jetzt die Sklavenauktion untersuchen. Ja, auf geht's, weiter geht's in London. Let's go. Und jetzt? Platz nicht einfach rein. Hack den CTUS-Hub des Gebäudes und schau, was dich drinnen erwartet. Klingt gut. Spioniere die Sklavenauktion aus. Den habe ich nicht gesehen. Aber kein Problem. Einfach kaputt hauen. Hier geht nicht rein. Hier kann ich auch nicht rein. Okay. Frachtrunne. Na, von dir muss ich rein, okay, gut. Wir setzen der Verfolgungsjagd ein Ende. So, interagieren. Ich bin drin. Besorg alle Namen, Orte, Daten, was auch immer du da findest. Wir müssen diesen Fall lösen und diese Menschen befreien. Mal sehen, was ich noch finde. Nein, noch ist niemand hier. Das hat ja auch was Gutes. Der Champagner ist fast alle und du weißt, wie gern die reichen Bastarde gratis Fuß es laufen. Hab mir den Scheiß abgewischt. Ja, das Produkt ist verkaufsbereit. Keine Sorge. Nein, sie kommt nicht. Zumindest nicht für diese Leute. Das passt mir. Sie ist der Boss und so, aber... Ganz genau. Immer stressig, wenn sie da ist, weißt du? Und immer blutig. Bis später. So. Na los, schaut in die Kamera. Gerade. Ja, so ist's gut. Aufstehen. Und ganz langsam umdrehen. Ich will das nicht tun. Bitte. Beweg schon deinen verdammten Arsch. Mann, ist das erbärmlich. Diesen Waschlappen wird doch keiner kaufen. Die Käufer erwarten echte Qualitätsware. Also gut, bring ihn nach unten. Wir aktualisieren den Katalog und die Online-Infos. Nein, nein, tut mir leid, ich mache, was ihr sagt. Bringt mich nicht dahin! Halt bloß deine Fresse! Mann. Was zur Hölle? Wir sollten uns das lieber ansehen.
Die Chancen stehen gut, dass der Keller verschlossen ist. Die Chancen stehen aber auch gut, dass einer dieser Schwachköpfe seinen Zugangscode irgendwo rumliegen gelassen hat. So. Ah, hier. Danke für den Kellerschlüssel, Schwachkopf. Sehr schön. Untersuche die Sklavenoption. Okay. Okay. Zack. Ah, wollt ihr wirklich Stress? Könnt ihr haben. Ihr wollt Stress, den könnt ihr haben. Oh! Ein Glück bin ich nicht drauf gegangen. Hä? Oh! Den habe ich nicht gesehen. Fick dich! Stirb, du Sau. So. Wie können sich diese Monster noch als Menschen bezeichnen? Sie trinken Wein und kaufen Sklaven. Bleib ruhig. Wenn wir etwas unternehmen, bevor die Mikrochips deaktiviert sind, kann Mary Kelly ihr Inventar räumen. Ein neues Herz bringt Jahrzehnte. Nieren, Lunge, Hornhaut. Das ist echt gruselig. The Golden Goose ist ein Online-Marktplatz, um Menschen zu kaufen und Organe. Die noch in Menschen sind, die bald tot sein werden. Mary Kelly ist einfach nur krank. Ich schlage vor, du wäschst dir danach gründlich die Hände. Oh, hier ist was Interessantes. Miss Kelly, wo bleibt unsere Sprengstofflieferung? Sie haben die Krypto bekommen. Jeden Penny, ja. Zugegeben, ich hätte sie beinahe für Trolle gehalten, die in Mamas Keller Scheiße reden. Und was denken Sie jetzt? Ich denke, sie haben viel Geld. Und meine Organisation könnte in etwas verwickelt sein, das sehr hässlich ist. Ich denke, sie bezahlen das Doppelte. Sie bleiben ihrem Ruf treu. Aber wir können ihnen wertvollere Dinge als Geld anbieten. Was wäre das? Macht. Wir können sie zur Königin von London machen. Königin, hä? Huh? Eine Königin ist souverän. Und autonom. Geben Sie die Lieferung frei. Und Sie können London beherrschen. Tja, ich erkenne einen guten Deal, wenn ich ihn sehe. Feuerwerk ist unterwegs. Aber verbrennen Sie sich bloß nicht daran. Das gibt dir den Rest. Mary Kelly hat den Sprengstoff für die Bomben geliefert. Und dazu noch die Sklaven und der Organhandel. Sie ist erledigt. Das ist eine interessante Wende. Mary ist also nicht Zero Day. Aber sie hat damit zu tun. Ich muss zugeben, dass Zero Days Plan zum Spurenverwischen clever war. Und er hat funktioniert. Sogar ich hatte das nicht erwartet. Und ich erwarte einiges. Wir sollten unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir brauchen für Caitlins Fall alles über Golden Goose. Bagley, könntest du Daten sichern?
Das ist eine einfache Marktseite. Ich habe Inventarlisten, aber nicht gerade viel, was Inspektor Laus Fall betrifft. Eckig, wir müssen die Website-Server finden. Holen wir die nötigen Informationen für Caitlin und schalten alles ab, bevor der Kram online geht. Würde ich ja gern, aber die Server springen um den ganzen Globus. Wahrscheinlich ein Shuffle-Protokoll und eine Art Mixnet. Natürlich kriege ich das hin, aber es wird ein paar Tage dauern. Was ist mit dem Gastgeber oben? Er weiß vielleicht, wo sie sind. Könnte uns Zeit sparen. Verlasse den Keller. Okay. So. Euch. Wie finden Sie? Sauber. Ich sehe woanders nach. So. Das ist beunruhigend. Hacke den Aufseher. Okay. Außer Reichweite. Verfickte Scheiße! Verdammt, wer war das? Ausschwärmen, findet sie! Wir finden dich. Alles nur eine Frage der Zeit. Immer noch außer Reichweite. Hier drüben, ich mach das. Alles sauber, da hinten geht's weiter. Augen auf. Oh. 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 So. Hier muss mich in Gewalt enden. Aber wahrscheinlich wird es das. Guter Riecher. Ich habe die Koordinaten der Golden Goose Server und als Bonus noch die des Mikrochip-Kontrollrelais. Sie sind beide bei Neogate. Toll gemacht, Bagley. Okay, wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Ich helfe dir. Da ist Ausgang. Und weg hier. Jawohl, sehr schön. Dexac, wir brauchen die Serverdaten. Sobald wir die haben, bringe ich sie zum Büro des Kronanwalts. Das ist das Ende von Mary Kelly. Ja, aber Golden Goose darf nicht online bleiben. Wir müssen die Server zerstören und das Mikrochip-Kontrollrelais. Nur so können wir die Menschen retten, die Chips in sich tragen. Legen wir los. Nächster Halt, Neogate. Anscheinend hat Mary die Golden Goose Server in einer Cyber-Security-Software-Firma versteckt. Ich kann ihre Taten nicht gutheißen, aber ihre Methoden sind nicht übel. Und die nächste Mission abgeschlossen. Sehr schön. Marktschließung. Okay. Da muss ich hin. Okay, dann Schnellreise
zu der King's Cross Station. Let's go. Hacke das Kameranetzwerk. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich schicke dir ihren Standort. Jo, interessiert mich nicht. Raus hier aus dem Wagen. Mein Wagen. Tschüss. Ich bin da. NeoGate gibt es noch nicht lange, aber sie sind Marktführer im Bereich Virenschutz. Bestimmt haben die Kellys was mit ihrem Erfolg zu tun. Aber egal, wir werden das jetzt alles zerstören. Also, ich will das ja genauso wie ihr, aber wir müssen erst alle Beweise sammeln, bevor wir die Sache hochgehen lassen können. Genau danach haben wir doch die ganze Zeit gesucht. Ich schlage vor, das Kameranetzwerk zu hacken, um sich umzusehen. Hier komme ich auch nicht rein. Frachtdrohne. Oh fuck. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Entsperren. Okay. Da muss ich den Schlüssel holen. Wie soll ich denn jetzt reinkommen, verdammt? Ah, einfach so.
Das ist nach oben. Hier. Habe ich eine Drohne? Bearbeiten. Geräte. Warum? Ausschalten hier. Shit, eine Leiche. So. Den ausschalten. Fuck. So. Und interagieren. Diese Feeds kommen aus einem Geschoss unter dem Serverraum. Jemand Lust auf etwas seichte Unterhaltung? Das enthält einen Chemie-Cocktail. Botulinum, Konotoxin, Succinylcholin. Ich spare mir die Einzelheiten, du würdest es ja eh nicht verstehen. Sagen wir mal, es hat viele Versuche gebraucht, bis der Mix gepasst hat. Es soll ja nicht zu schnell töten oder die Organe kontaminieren. Oh mein Gott, da implantieren sie die Mikrochips und testen sie. Bagley, speichere die Aufnahmen. Das geht alles in meine Untersuchungsakte. Und noch einer. Ich freue mich, dass Sie auf Sterilität achten. Man will ja keine Infektion riskieren. Einer noch. Ein Problem stellen die starken Krämpfe dar, die die Mikrochips auslösen. Der Gedanke, die wertvolle Ware zu beschädigen, ist beunruhigend. Vor allem die Augen sind verwundbar. Erste Erkenntnisse sehen das mögliche Problem in der Mikroladung. Obwohl der Schaden am unteren Hirnstamm minimal ist, reicht sie aus, um in 34... Okay, Bagley, bitte hör auf. Ich kann das nicht mehr sehen. Für alle, die an dieser Operation beteiligt sind, ist in der Hölle ein Platz reserviert. Die ganzen Golden Goose-Daten und dieses Material. Dazu ihre Beteiligung an den Bombenanschlägen. Das muss doch ausreichen, um Mary aus dem Verkehr zu ziehen. Das hoffe ich. Aber jetzt sollten wir diese Scheiße hochjagen und die Mikrochips deaktivieren. Klasse. Verschaffe dir Zugang zum Golden Goose-Serverraum. Okay, da unten. Nein, das darf nicht sein. Wie soll ich denn jetzt da nach unten kommen? Shit, diese Tür lässt sich wohl nur von innen öffnen. Dann musst du einen anderen Weg hineinfinden. Da oben ist es zum Hacken. Entsperren. Ist offen. Glückwunsch zu dem großen Sieg.
Deaktivieren. Hinterlassen wir Mary Kelly ein Geschenk. Jagen wir alles hoch. So. Ich stehle vor den Reichen und gebe es mir. Überlade die Server, um sie zu stören. Okay. So, das drehen wir so. Dann so, dann wird das entsperrt. Okay. So. 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 Entsperren. Das sollte passen. Chips funktionieren nicht mehr. Kellys goldene Glanz ist im Backofen. Bei Belebian, dein Scherz, musst du noch arbeiten. Und dann komm aus dem Gebiet. Bevor dir diese Sendung passiert, okay? Wow. Oh, shit. Drohne, ey. Schon nach, Schwachkopf. Ey, Drohne, auf die Suche. Wir haben genug, der Zeck. Ich gehe jetzt zu meiner Kontaktperson im Büro des Kronanwalts. Ich darf keine Zeit verlieren. Mary Kelly ist endlich erledigt. Danke. Enttäuschen Sie uns nicht, Caitlin. Großartig. Aber die Kellys haben haufenweise Leuten Chips implantiert. Wir müssen sie retten. Mary Kelly wird jeden Moment realisieren, dass ihre persönlichen Sklaven keine mehr sind, sondern eher potenzielle Zeugen.
Wir sollten sie fassen, bevor sie die Zeugen zu Leichen macht. Das darf nicht passieren. Das macht Caitlin zwar einen Strich durch die Rechnung, aber wir müssen auch den letzten Leuten helfen, die von ihr bedroht werden. Die Festung der Kellys ist bei der Sandstone Residence. Ich habe es auf der Karte markiert. Und die nächste Mission abgeschlossen. Sehr schön. Konfrontiere Mary Kelly. Okay. Mary wird vermutlich ohne Rücksicht auf Verluste aufräumen. Und sie kontrolliert noch die Mikrochips in ihrer Nähe. Wir müssen sie im Sicherheitssystem deaktivieren, wenn nicht alle sterben sollen. Verstanden. Ach komm, Freunde, wir machen es jetzt noch. Dann haben wir Mary Kelly konfrontiert. Die ausgeschaltet. Das ist ja schon hier, wo ich jetzt hier bin. Hier drinnen. Dann machen wir das jetzt noch und dann... War es dann erstmal dann wieder fürs Erste mit Watch Dogs Legion, Freunde? Ja. Genau so machen wir das jetzt. So. Na hier, okay. Da muss ich mir eine Drohne holen. Aber erstmal hinten noch die Leute ausschalten. Spider-Bot rufen.
Kapern. Let's go. Klasse. Interagieren. Erledigt. Schau dir das mal an. Komm doch, abschau! Verdammter Mist! Du Scheißdrecksteil! Oh, dann komm doch! Fang, komm! Oh. Peter! Meine Güte! Okay. Na, wenigstens sind die Chips deaktiviert. Mary hat sich in ihrem Büro unten eingeschlossen. Aber der Hauptrechner kann den Aufzug wieder einschalten. Oh, und es sind Wachen unterwegs, also versuch nicht zu sterben. Top. Aktiviere den Aufzug, okay. Du musst lang genug beim Hauptrechner bleiben, damit ich den Aufzug zu Marys Büro wieder in Gang setzen kann. Die blöden Chips sind kaputt. Ich bin im Büro. Rottet diese Schädlinge aus. Alter Schwede. Schafft eure nutzlosen Ärsche her und tötet diese Kakerlaken. Boah, ich sterbe. Boah. Doch nicht. Laufen und du kommst jetzt in Marys Büro. Besiege Mary Kelly. Lau meldet sich. Sie ist nicht gerade glücklich, fürchte ich. Deadsec, was zum Teufel tut ihr da? Wir hatten eine Abmachung. Wir machen's auf meine Art. Darum haben wir doch die Beweise gesammelt. Ich habe die nötigen Papiere. Verhindern ihre Papiere, dass sie ihre Sklaven umbringt? Die Frau ist irre. Wir haben keine Zeit, das noch einmal zu diskutieren. Geh rein und... Nein! Oh, Scheiße, ey. Scheiße. Da weiter, wo dein Teammitglied aufgehört hat. Das bringt dir sicher Dank ein. Oh, aber tot ist noch keiner? Was für eine nette Überraschung. Erledigt. Die Aufzüge laufen und du kommst jetzt in Marys Büro. Und Inspektor Lau meldet sich. Sie ist nicht gerade glücklich, fürchte ich.
Bedzeck, was zum Teufel tut ihr da? Wir hatten eine Abmachung. Wir machen's auf meine Art. Darum haben wir doch die Beweise gesammelt. Ich habe die nötigen Papiere. Verhindern ihre Papiere, dass sie ihre Sklaven umbringt? Die Frau ist irre, Lau. Wir haben keine Zeit, das noch einmal zu diskutieren. Geh rein und hindere sie daran, etwas Schreckliches zu tun. Ich bin unterwegs. So. Na los! Ich brauche keine Mikrochips, um euch Arschlöcher in die Organe rauszureißen! Bedzeck, nicht wahr? Na, euer Timing ist gut. Die Polizei kommt und verhaftet dich. Oh, das nehme ich an, Schätzchen. Alle stehen bleiben. Zurück von ihr. Mary Kelly. Sie sind verhaftet. Bitteschön, Inspektor. Ich vertraue auf die unendliche Gnade des Gerichts. Aber rechnen Sie lieber nicht so lange mit mir. Ihr? Ich habe euch einen Sinn gegeben, als diese Stadt euch nicht mehr wollte. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Stopp! Ihr glaubt doch nicht, dass ihr euch Abschaum ihren heiligen Gral überlässt. Wen beschützt du? Das System oder die Menschen? Versprich es. Versprich uns, dass sie nicht davonkommt. Was für eine Puppe! Los, ich kümmere mich darum. Tja, Bedzeck, euer Wunsch hat sich erfüllt. Mary kann jetzt nicht mehr fliehen. Ich wollte das auf die korrekte Art machen, aber nach allem, was ich gesehen habe, konnte ich sie wohl nicht am Leben lassen. Sie hat es verdient, Lau. Und es ging nicht anders. Wegen all der Leben, die sie zerstört hat. Wegen Angel. Es war richtig so. Mary Kelly hat zu gute Beziehungen, um hinter Gitter zu landen. War nicht gerade lehrbuchmäßig, aber sicherlich das Beste. Ich weiß nicht. Das war eine Form von Gerechtigkeit, aber nicht meine. Zumindest habe ich das so gesehen, als wir angefangen haben. Auch wenn die Königin tot ist, werden viele ihrer Clan-Kelly-Untertanen ihre Arbeit fortführen wollen. Da hast du recht, Bagley. Ich sperre die Ohren auf und wenn ich von weiteren Clan-Kelly-Tricks höre, erfahrt ihr es als Erste. Ihr seid gute Partner, Bedzeck. Machen wir weiter so. Nice. Lang lebe die Königin. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ist auf deiner Karte markiert. Okay. Dann haben wir jetzt Mary Kelly ausgeschaltet und diese andere da. Okay. Sehr, sehr schön. Seltsam. Einer unserer Server wird ununterbrochen vom WLAN eines bestimmten Star Roger Coffees angepingt. Wieso ist das wichtig? Ja, zuerst hielt ich das für Noise, aber dann habe ich die Pings dekodiert. Das ist Morsecode. Drei Buchstaben, die immer wiederholt werden. Sprich weiter. S, O und dann kommt S. Das sollten wir uns ansehen.
Schick die Koordinaten an meine Optik. Untersuche das Notsignal. Okay. Das, meine Freunde, machen wir aber erst beim nächsten Mal. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal wieder fürs Erste mit Watch Dogs Legion. Ja. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Ein Abo da lassen. Aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder zu Watch Dogs Legion. Haut rein. Soccer Boy. Game over. Ciao.